Anno Domini 2000x. Die Haushaltsroboter Rock und Roll wurden vom Meisterroboter-Designer Dr. Light geschaffen und sie genossen ihre friedlichen Tage. Dann eines Tages machten alle Industrieroboter der ganzen Welt einen Amoklauf und auf der Welt herrschte totales Chaos. Dr. Light erkannte schnell, dass der verrückte Wissenschaftler Dr. Wily hinter all dem steckte, aber er wusste nicht, was er tun sollte. Rock, der einen starken Sinn der Gerechtigkeit hat, bot sich an, in einen Kampfroboter umbauen zu lassen. So wurde der Superroboter Mega Man geboren. Mega Man hat Dr. Wilys Pläne bereits dreimal durchkreuzt. Und der Weltfrieden wurde bis jetzt beibehalten. Aber Geschichte wiederholt sich. Dr. Kosek, ein mysteriöser Wissenschaftler, hat 8 mächtige Roboter erschaffen und sendete sie zu Mega Man. Mega Man bricht wieder zum Kampf auf. Diesmal ausgerüstet mit dem mächtigen neuen Megabuster. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Mega Man 4. Das ist jetzt schon die zweite Aufnahme, denn Sonntag habe ich versucht aufzunehmen. Wir haben heute übrigens den 6.3.2019. Und am Sonntag wollte ich eigentlich aufnehmen, bin auch ein bisschen weit gekommen. Also ich habe noch nicht mal einen Robot kaputt gemacht. Weil irgendwann mein NES mehrmals abgestürzt ist und da hatte ich dann keine Lust drauf irgendwie. Und habe ich mal geguckt, was man da so machen kann und ich habe mal den 72-Pin-Connector gekocht. Der ist auf jeden Fall jetzt viel strammer, als er vorher war. Aber ich habe gestern ging es auf Anhieb, heute habe ich schon wieder festgestellt, ich weiß nicht so ganz, ne? Also ich werde mir auf jeden Fall jedes Passwort, das ich hier bekomme, aufschreiben. Denn ich habe das Gefühl, dass das Ding jederzeit wieder abschmiert. Naja, viel Blabla. Willkommen zu meinem neuen Let's Play. 1, 2, 3 haben wir ja schon hinter uns gebracht. Ist schon ein bisschen länger her, der letzte Teil. Aber heute Mega Man 4. Ich hatte am Sonntag mit Ringman angefangen, aber ich glaube, das ist falsch. Deswegen müssen wir mal irgendwas anderes machen. Ich weiß nicht was. Vielleicht Toadman oder Drillman. Irgendwas von den beiden. Ich nehme mal Toadman. Ich hoffe mal, dass es nicht abschmieren wird. Ich hoffe es einfach. Das ist auch ein Blind Let's Play. Okay, also Blind Let's Play. Oh, ein Leben! Und wir werden bis nach hinten gedrückt, wenn wir springen. Sonst bei den anderen drei Teilen konnte ich mich eigentlich doch relativ gut an das Let's Play von Funk Royale erinnern. Und bei Mega Man 4 hört es jetzt irgendwie auf, weil ich auch schon seit längerem kein... noch ein Leben. What the fuck ist hier los? Schon länger keinen Funk Royale mehr geguckt habe. Okay, so kann man den ausweichen. Hm.
Verdammt. Okay, da muss man bis zum letzten Fitzelchen dahin gehen. Na gut, wir haben ein paar Leben. Wir können uns mal übrigens das Menü hier mal angucken. Wir haben jetzt 3 Leben. Wir haben den Megabuster und fällt der Name von dem Köter nicht ein. Irgendwas mit R auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn, warum fällt mir das nicht ein? Ah, da war ich jetzt doof irgendwie. Okay. Oh, eine Energie, das ist schön. Ich weiß es nicht, mir fällt der Name von dem Köder nicht ein. Tut mir leid. So, wo kommen wir denn da hin? Okay, hier ist gar nichts. Otter. Oh, mit Strömung, alles klar. Ein Mäuschen oder ein Hamster oder eine Ratte oder was das war? Was ist das denn? Uiuiui! Okay. Oh. Energie. Oh, eine große Energie. Geil. Nein. Oh, scheiße, ich hoffe, hier war irgendwo ein Speicherpunkt. Natürlich nicht. Grrr. Es ist auch schon sehr lange her, dass ich so ein schwieriges Spiel wie Mega Man gespielt habe. Ich glaube, das wird sehr lustig. Dieses Let's Play. Ich habe das Gefühl, hier komme ich schon mal weiter als bei Ringman oder wie der hieß. Ich bin ganz froh, dass man hier nicht einfach so zurückgedrückt wird. Ich bin so dumm. Wie viel Leben haben wir denn noch? 1? Sie. Wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, mit welchem man hier anfängt. Könntest du mir nochmal ein Leben geben? Das wäre ganz nice. Ich meine nicht, dass das davon abhängig ist. Was hat mich denn da getroffen? Ja. Wann wir den töten? Okay, das war eben der Vogel, der mich angegriffen hat. Ja. Energie, bitte. Na gut. Jetzt sind wir wieder hier unten. So, jetzt aber Obacht. Was ist das überhaupt? Ich verstehe es nicht. Nix geben sie her. Oh, ein Leben. Also jedenfalls hat sich das nach einem Leben angehört. Oh, weil da eine Energie lag. Ich fass es nicht. Hat das Spiel angehalten, weil sich denkt, oh, wir haben sowas Tolles. Man sieht jetzt mal, wie sich die Energie auffüllt. Und deswegen bin ich gestorben. Weil ich eine Energie eingesammelt habe. Schön.
Sehr schön. Das freut mich. Jetzt nochmal ein Leben wäre ganz schön. Oh mein Gott. Ich denke da aber auch nie dran, ne? So, letztes Leben oder was? Sie. Also ich werde dieses Level gleich nicht nochmal probieren. Ich werde gleich mal Metal Man probieren. Und gucken, vielleicht kommen wir da besser zu Rande. Oh, das ist halt toll. Ich vergesse das immer. Ach, leckt mich doch alle fett, ey. So. Ich habe das Gefühl, dass die Cartridge wieder ein bisschen abspastet. Okay, ein Leben haben wir bekommen. Also dezent. Gefällt mir nicht so. Also solange ich das erste Passwort kriege, ist alles gut. Oh ja, da fängt's an. Oh no. Oh no, oh no. Jetzt ist es wieder weg. Was ist das? Sieht aus wie eine Eule, es ist ein Grafikfehler. Okay, da liegt nichts. Da kann man doch bestimmt runterfallen da vorne, oder? Hurensohn. So. Okay, wir fallen nochmal nach unten. Was kommt jetzt auf uns zu? Nichts. What the fuck? Also es ist auf jeden Fall kaputt. Oh je. Ich spring halt auch. So ist, glaube ich, ganz gut. Sehr schön. Dann zu einer Fitzelenergie. Die Cartridge bastelt ab, aber gut. Okay, hier geht's runter. Keine Energie. Nein. Ha, diesmal hast du mich nicht getroffen mit deinem Augenangriff. Nosen. Ah, wir haben aber einen nicen Zurücksetzpunkt. Ich glaube, es führt nichts daran vorbei, dass ich mir den Blinking Lightwind kaufen muss, damit hier der NES noch vernünftig läuft.